Lol, ist gerade noch vom Himmel gefallen, läuft. Ein Schwerkraftgenerator für ein kleines Raumschiff? Okay, da hat jemand aus dem Großen einfach ein kleines gemacht. Ist aber nicht weiter schlimm. Ein Toten als Starter, ui, natürlich auch geil. Ich habe die früher war nur durch die Starts hast du deine Schwierigkeit bestimmt. War, fühlte sich zumindest für mich immer so an. Ich habe da gerne die schweren genommen. Ja, warte mal, ich lasse einen Kern dran kleben, dann wissen wir, das haben wir schon übernommen. Und jetzt haben sie ja den Start wieder umgefrimmelt. Bin mal gespannt, wo das schon wieder endet. Okay. Besser, wenn wir die Sachen direkt übernehmen. Ach, deswegen Starterplaneten zählen nicht zur Erkundung. Ja, okay. Also ja, Starter, dann kannst du auch Tote als Starter nehmen. Finde ich persönlich schon cool. Das ist so richtig survivalig. Keine Gegner, nix. Mit dem Futter wird es nur arschschwer. Was bist du? Kannst leider immer noch nicht erkennen. Und Sauerstoff? Nö, dafür hast du ja die Taschensauerstoffgeneratoren. Das ist nicht das Problem. Also, meiner Meinung nach. Da. Wie gesagt, früher auch gerne immer sauerstofflosen Starterplaneten genommen. Ja, liegen ja genug Ressourcenbrocken hier rum. Also, wir haben jetzt jede Menge schon gesehen, sagen wir es so rum. Keine Ahnung, müsste ich mal machen dann. Du. Hier wird nichts. Und wieder einen Kern rausknallen? Ja, komm. Hast du zwei Eisen, fünf Eisen? Komm weg. Können wir es später vielleicht sogar dekonstruieren einfach. Der hat doch ein paar mehr. Eisenerz. Pflanzenfaser müsstest du hier kriegen, ne? Echt? Ja? Steckt das CV zusammen? So viel ist da drin? Naja, stimmt. Konstruktoren und so. Ja, die geben. Also Biokraftstoff geht hier auch.
Helf beim Plündern vom Shuttle, das bringt nichts. Klein ist zu klein. Musst du dir im Wolf. Ne? Werde ich mir erstmal im Krea rausschmeißen, das Ding im Weltraum und dann umfrümmeln. Von hier aus schon gesehen. Bin mal gespannt, wenn wir nachher hochschuppen. Was ist denn mit der Weltgenerierung? Launchpad haben wir auch schon übernommen, ne? Wenn man das nicht angezeigt kriegt, nervt so ein bisschen. Nö. Dock zumindest nicht. Oder ich habe schon wieder keinen Dockfuß mehr. Ne, haben wir noch nicht. Ist auch echt okay, so Anfänger-Style. Guck mal, wird nicht mal auf der Map angelt, ich verstehe das nicht. Nicht aussteigen. Wollte eigentlich dahin. Ab in die 1. Das kommt mal eben in den Kühlschrank. Wieder in die 1. Jetzt wird's böse. Andi ist wahrlich erschlagen bei der Menge der Frachtboxen. Wieder da. Bleibt erstmal extra lang fern. Der Idiot macht das ja schon. Dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Bei 17, bei 18, kannst ja von unten anfangen. Mach ich. Das vergessen wir immer, ne? Dass man über die Fernbedienung doch zu zweit drankommt. Ja, wenn man anders anfängt, ja. Bin bei 3,22. Bin bei 2,3. Also hast du oben angefangen? Nein, unten, Kühlschrank. Munitionskiste, Kühlschränke.
327, 328. Das ist Wahnsinn, das Ding. Ach Mann. Wieder verlorene Fracht. Alter. Das war dann. Wo bist du denn? Ich bin erst bei 3:30. Du warst eben in der Box, wo ich rein wollte. Okay. Na dann. Und ich war bei 3:38. Okay. Ja, Wahnsinn. Also ich würde sagen, das Ding stecken wir ein, wa? Auf jeden Fall. Dekonstrukt geht in Kiste. Fängt das schon wieder an. Was habe ich denn da gemacht? A02, Oli 2. Ist frei. Machen wir die Skripte an. Ach du Heiliger, der hat gerade Zugriff auf ganz viel. Wie heißt das Ding da? Unfinishedes Gerät. Genau. Das Ding hier daneben ist Milch, gehört mit dazu. Nee. Fängt er das von gestern wieder an? Ich kann nichts reinkopieren. Hat wieder die Kopierfehler, MP. Kopiert darüber, nicht da rein. Das liegt am Skript. Kurz die Position ändern. Ach so, weil ich weggegangen bin. Deswegen, okay. Ach, das ist ein MP-Bock. Den habe ich vorm Skript noch nicht gehabt. Der springt dann einfach woanders rum, okay. Ja, aber wenn du sagst, die Position ändern reicht... Erklärt das das, weil ich ja dann immer zu den Skripten gelaufen bin, um die Skripte abzuschalten. Ah, so. Boah, da wird aber richtig schwindelig, da hochzugucken. Ah, okay. Du hattest nicht zufällig den Kern auch da oben in die Spitze gesetzt, ne? Doch. Intelligent. Ich habe keinen Kern mehr, um 9 zu setzen. Diese setzigen 9, die kommen zurück. Ah, allgemeiner Beschriftungspack.
Na gut. Könnte man auch noch extra verteilen für Deko und für Entladung. Könnte man mal eben machen. Dauert ja nicht lang. P. Entladen. Boah, ich suche mir jedes Mal einen da. Wann? SSD. SSD Box. Ach. Passt. Mach mal noch mal Stopp bei dem Teil. Ja. Drunter hängen nämlich auch noch Deko-Dinger. Deko? Ah. Mit Energie und Wasser und Sauerstoff. Na, ich bin Klops. Habe ich aber gleich. Copy. Bau. Ach, hat er sich selbst wieder eingezogen. Okay, cool. Hast zwei Hebel jetzt ganz rechts. Dekonstrukt und entladen. Ganz easy peasy jetzt. Ne? Hm. Das ist schon komplex. Verstehe ich, warum Jens meint so. Wenn man das als Starter wählt, kann man richtig abgehen. Und was ist hier in dem Würfel drin? Ja, mach doch Loch. Guck so. Ah, ne, Treibstofftanks sind da nur eingebaut. Das soll aussehen wie ein Hauptlager. Ach so. Ist mega schön gemacht mit Liebe und so, echt. Oh, kann das Loch wieder zu. Haben sie wirklich mit Liebe und so gemacht. Wirklich, wirklich, wirklich geil. Also das Ding als Starter, du kannst hier abfrickern bis zum geht nicht mehr. Ja. Ist nur unheimlich schade, dass die hier nicht den Urheber drin lassen, ne? Oder ein extra Fensterchen oder so. Weil da könnte man gucken, was derjenige noch so entworfen hat, weißt du, so. Das ist echt schade. Genau, jetzt laufen die richtigen nur. Den Betonquark wollte ich eigentlich nicht haben. Aber. Den kannst du wegwerfen, denn. Ah, ne, Stahlblöcke, ist wenig Beton. Die Deckfläche ist auch noch Stahl. Bin echt am Überlegen, den in der Config von 300 auf 150 Steine sogar runterzunehmen.
noch was langsamer. Sodass man vielleicht zukünftig doch einen Dekonstruktionswürfel dahinstellt, der dann seine Arbeit macht und man kommt irgendwann wieder, weißt du, was ich meine? Hm. Hier wie den ich da am Anfang gemacht habe mit Dekon und so weiter. Würde sich auf jeden Fall lohnen. Dann noch ein Entladeding dran, wenn du dann mit dem Schiffchen hier in der Reichweite kommst, weg. Brauchst du noch eben den Kern und die Sachen aufheben. Ich meine 300 gesehen zu haben, aber ja, vielleicht hast du recht mit 200. Auf jeden Fall zu halbieren, bin ich echt mal am Überlegen. Müssen wir dem hier weiter suchen. Junge, 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 Junge. Das hier haben wir weg. Weißt du, das mit dem Deko, dass er was langsamer ist, einfach damit es mehr Sinn hat, weißt du, ich meine so. Jetzt mit dem Schiff, das geht ja wirklich ratzefatz. Hm. Wenn du da aber was hinstellen musst und kannst das in einer Viertelstunde abholen, ist das doch auch nicht schlecht. Nee. Und dann ist es auch wieder eine Struktur, die nicht mal angezeigt wird. Wahrscheinlich, weil wir die schon übernommen haben, wa? Ja, ist grün. Falls, ja, ist grün. Ne, nur eins in Flugrichtung. Und dann kommt eine türkise Hitzesignatur. Na, wenn das mal nicht UAC ist. Oder die Dingens. Freie Kolonisten, ja. Mhm. Aber eine Farbänderung. Das ist wohl wahr. Warum stürzt die jetzt ab? Boah, die fängt sich kaum. Wir spinnen alle Triebwerke rum. Hat aber noch Sprit. Das ist mir schon klar. Ah, ja, okay. Ich habe mit Tempomat geflattert. Weißt du. Dann sind die unteren Triebwerke natürlich nur im Halteschub und nicht im Gegendruck. Mining Wrack. Zu eben schnell? Naja, da ist nichts wieder, aber ich gucke. Da ist nichts wieder? Nee, das Ding hat Kisten. Das ist, ich muss eh Kerne produzieren. Wow, 5 Samen. Nochmal 2. Das war's. Sonst ist hier nichts. Ja, ist ja okay. Hauptsache, wir haben nichts übersehen und müssen wiederkommen. Boah, 100 Kern, 1000 ein bisschen viel. Ah, 111 Kerne können wir bestimmt noch gebrauchen. Sitze. Okay. Hat sich die Schubdüsen ausgemacht, okay. Da wünsche ich mir echt eine Schnelltaste. Ich glaube, die gibt es sogar. Für ein Schild gibt es zumindest eine Schnelltaste. Keine Ahnung wo. Bei Ernährung. Das Ding ist Emergency-Signal. Also Notfall, Hilfe. In 2 Kilometern. Der Wasser sieht hier auch nicht gerade vertrauenserweckend aus. Ja, ne? Eher wie so eine Säure. Eher wie ein Blutsee. Ja, so am Randen. Ich finde, der ist echt gelungen. Ich glaube, das ist wieder früher normal. Schon tote Planeten? Nee. Okay, das ist neu.
Oder ist von der Mutter? Gab die Planetenklasse Barren, die war eher Richtung Tod. Aber da gab es dann immer das Problem, hast du eine Kiste in deinem Schiff, Barren genannt, dann hieß die Kiste unfruchtbarer Planet. Wow. Gab's lange den Bug. Weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Der Tonchen hier? Ja, Emergency Signal. Achso, warte. Na lang. P. Paar neue Kerne. Die Bäume sehen auch cool aus. Ja, da müssen wir mal bald in die Heimat werfen, ne? Karre aufwerten, Waffen und so ein Zeug. Haben wir ja alles da. Oh, der leuchtet sogar hübsch. Tja, hier ist bloß nichts. Nicht wirklich. Oben auch nicht. Ja, dann ist irgendwas hier in der Nähe. Geht trotzdem mal kurz drunter. Oh, der geht aber weit in den Boden. okay. Verdammt weit in den Boden. Ja, ist bloß nur vor der Tür. Nope. Nee. Warum? Okay, weiter. Map, map. Hey, Kleines, kann ich mitnehmen? Hier gibt es keine Sauerstoffstation, okay. Müssen wir noch eine hinstellen. Bei der Krankenstation. Sauerstoff ist aufgefüllt, cool. Flupp. Flupp, löffelt er sich einfach so alles weg. Moin. Ich muss das. Haben die nicht mal, wenn du das Schiff markiert hast, das Schiff verfolgt? Die Signale, also der Waypoint. Das kannst du nur für dich alleine machen. Habe ich ja gemacht, ich hatte unser Schiff markiert und was ist gewesen? Der stand da noch in ein paar Kilometer Entfernung, der Marker. Muss also über die Registratur. Auch ständig. Musst du, wenn, über die Registratur markieren. Genau, das könnte ich nämlich direkt mal machen. Dann wird es nämlich mitgefahren. A und O Monstrum. Wegpunkt. Jetzt müsste er mitfahren. Wirkt gerade nicht so richtig. Wenn wir alle Wegpunkte zurücksetzen. Eigentlich hat er doch einen grünen Button daneben, oder nicht? Warum A und O Monstrum Eden in 29,2 Lichtjahre? Habe ich nicht gerade alle Wegpunkte zurückgesetzt? Tja. Aber wir sind nicht mehr in Gudui.
Nee. Da wird aber das Schiff... Ach, das ist ein Marker, der da geführt wird. Okay. Schmuggler, Schmuggler, Schmuggler. Wegpunkt. Nee? Wegpunkte zurücksetzen. Jetzt hier. Den meine ich. Wegpunkt. Jetzt aber. Gucken. Ich denke in GDU. Wir sind nicht in GDU. Wir sind woanders. Erstmal alle Wegpunkte löschen hier. Schrecklich. Jetzt steuere ich mal einfach Wegpunkt bei Annäherung löschen. Wumms. 14 Kilo. Ist ja ätzend. Da unten ist wieder so ein komisches Grab. Ja, und eine Fallen Station in 5 Kilometer. Und guck mal hier links unten. Das meinst, sind lauter Knochen. Echt? Da gehen wir mal gucken. Schubdüsen. Nein, ist die falsche Tür. Hat jetzt mit den Knochen hinten, ne? Danke für das Gespräch. Anscheinend. Ja, das ist richtig. Krass, so matt, ey. Ah, abbauen kannst du die Knochen. Kriegst aber nichts für. Aber hier liegen andere schöne Sachen rum. Einmal 7. Ich gucke mal auf die falsche Stelle. Nee, für die Knochen kriegst du nichts. Der ist zum Pflücken. Kleine Spitzen sind nur zum Pflücken. 10 Promethium kriegst du da aus dem Stein. Ja. Guck dir das mal an. Ja, alles krasse Viecher. Und auch nicht so unlogisch, dass die massenhaft aufeinander sterben. Oder sich dorthin zurückziehen. Ja, wenn sie sich gekloppt haben, sowieso, ne? Ja, nee, ja, gekloppt wohl eher nicht. Aber wir sind wieder beim Zirkus Onkali. Das ist schon viel hier. Weißt du, was hier jetzt noch fehlt? Hm? Wüstenwürmer. Ja, yep, die haben sie ja im Spiel, ne? Was ist da mit meinem Moped da los? Wow, was ein Anzeigebug. Fetzt trotzdem die Kerne weg, damit wir, wenn wir nicht zum Ende kommen, wissen, wo wir schon waren. Na, ja, macht das einfacher. Ja. Müssen aber unbedingt Gruppe sortieren und auf Dingens stellen. Wenn es dann hart auf hart kommt, können wir die dann aus der Ferne schon, ne, beim Vorbeifliegen abfracken. P. Muss doch eine übersehen. Die Dinger sind schon leer. Alter, was hier an Wracks liegt. Das, boah, abgesehen vom fehlenden Sauerstoff ist das ein Traumstarterplaneten, Da kannst du ja dich sofort gesund stoßen, Wenn du den Nerv hast und dann stundenlang suchst, ne? Hm. Aber vom Prinzip her, was hier rumliegt, sobald du ein Moped hast, hast du gewonnen. Ja, fährst du durch die Gegend und klapperst die Boys ab. Ist ja alles hier, was du willst. Wo war denn der verdammte Kern nochmal?
Ja, da, wo er immer ist. Das ist jetzt Kernverbrauch vom Feinsten. B, neu sortieren. Fraktion. Nur eine Frachtbox, die habe ich gerade gefunden. Das ist Wahnsinn. Da waren wir schon. Da hängt ein grüner Kern dran. Oh, das ist ein großes Ding. Mal eben so eine Notration reindampfen. Okay, ist noch alles voll. Kern suchen. Nur zur Tür benutzen, wenn ich außen rumlaufen kann. Ja, ne? Nein, da freut sich Andi. Talon-Poster. Ey. Das ist voll cool mit den Postern. Collectibles sind immer schön. Ja, hier werde ich wahrscheinlich buddeln dürfen. Würde ich nicht drauf wetten. Da oben ist er nicht. Ich habe ja auch gerade so ein großes Ding. Ist nicht so einfach mit dem Chor hier. Aber ist ja cool, weil was der Kern kostet, das holst du auf der Struktur auf jeden Fall wieder raus. Okay, ich hätte auch einfach hinten durchgehen können. Na egal. Eine Spritze habe ich gefunden. Ah, ich soll jetzt unten drunter. Dauert zu lang. Nach unten in Stützen eingebaut, ja? Hm. Ich denke mal, dass wir, wenn wir jetzt das erste Mal gefunden wissen, worauf man achten muss, oder was man finden muss, dass es dann gar nicht mal bei den nächsten so schwer wird für uns. Glaube ich auch nicht. Wir müssen nur eins finden, damit wir dann wissen, wo es überall rumgeht, genau. Dann kann man gezielter suchen. Was war das denn? Der Kern. Ach so, der hat so ein komisches Geräusch gemacht. Mhm. War wie eine Blitz. Will ich hier nur einen setzen, als nichts drin? Immer einen setzen. Weil wir dann genau wissen, wir waren an der Struktur, weißt du, wie ich das meine? Wir wissen ja nicht, was das hier für uns bedeutet. Auch Gruppe sortieren und auf Fraktion setzen. Ist doch schon passiert. Ich sag ja nur. Wir wissen ja noch nicht, dass wir hinterher wiederkommen müssen, weil wir es doch nicht gefunden haben, dann wissen wir wenigstens, die Struktur haben wir schon geknackt, die kann es nicht sein. Aktuell achten wir auf irgendwelche außergewöhnlichen Anzeichen, Farbe oder sowas, weißt du? Falls das aber nicht reicht, müssen wir jeden kleinen Scheiß grauen Pau auseinandernehmen. Und es geht einfach schneller, wenn wir... Wow. Es geht einfach schneller, wenn wir dann wissen, welche wir schon gemacht haben. Also ich stände, Andi, ich könnte mir das richtig geil vorstellen, auf so einem Planeten zu starten. So, weißt du, wir beide so hier? Und dann von Wrack zu Wrack? Adam und Eva? Alias Mad Max und Jane? Du denkst schon wieder ans Paaren. Da ist ein alter Wilder. Aber weißt du, wie ich meine, so hier, ne? Das ist schon... Hat was. Hier rum zu hechten. Und das jetzt noch mit, ne? Am Anfang und sich über jedes Gramm freuen, was man findet. Da kannst du hier aber mit dem Hoover-Wessel lang hüpfen. Ja, richtig, genau. Dekonstruktor da drauf. Da hätte ich einen schönen. Also ich kann mir, ich hätte das. Also das ist, und ich glaube, das ist original mit den toten Planeten. Das können wir machen, ne? Wenn wir mal irgendwann anfangen. Von Star Wars.
So abgekackt, ne? So abgestürzt und jetzt müssen wir sich erstmal fangen. Gefällt mir auf jeden Fall. Kann ich mir gut vorstellen. Die Taschenkonstruktoren kriegst du schnell zusammen. Bisschen hiervon, ein bisschen davon. Brauchst du ja nur 3 Eisen oder so, ne? Das ist voll geil. Also ich hab da Fetz dran. Macht außergewöhnlich viel Spaß hier rumzugurken. Auch die Sicht ist so cool, weißt du, nicht so viel Grünzeug. Ich weiß nur nicht, wovon du leben willst. Ich habe hier noch nichts mit Nahrung gesehen. Findest doch ab und zu mal ein paar Samen. Gut, dafür musst du aber erstmal Beete setzen und dann musst du erstmal die ersten 30 Tage sterben. Die müssen ja auch erstmal wachsen. Ich habe hier noch nichts. Beete kriegst du hier. Ja, die Pflanzen müssen ja erstmal wachsen. Alles hier ist nichts zum Pflücken. Das ist der Einzige, was ich so denke. Aber ja, dann verhungerst du halt, was soll das? Sobald dir ein Moped... Ach, in den Kühlschränken ist ja auch ständig was drin gewesen bis jetzt. Und hier gibt es genug Strukturen. Ja, okay, dann frisst du dich von Struktur zu Struktur. Machst du eine richtige Reintour. Rein, was fressen, wieder raus. Ich reihe das nicht. Guck mal hier. Keine Ahnung, ob die von uns ist oder nicht. Das wird doch mal besser angezeigt. Da bin ich da. Auf dem Fehltrichter. Nur noch 2 Kerne. Die gehen weg wie warme Semmeln, ne? Mhm. Okay, der hat schon lange nichts mehr geräumt. Sehr schön. Poster kriegst du nicht. Mal selber einen wertvoll. Ja, guck mal, geht super. Kann sogar hier drin liegen bleiben. Weil es ist ein Kühlschrank. Mein Wasser habe ich abgedrückt, das ist nicht so schlau gewesen. Ist ein Kühlschrank, kann hier drin liegen bleiben. Er zerlegt es. Allerdings sollte ich ihn mal aushalten. Nee, ist ja Lutz-Furz-Piepe. Was er zerlegt, soll er doch zerlegen. Ist doch Schnutz-Piepe. Wir haben doch 100% Ausbeute beim Zerlegen. Stimmt's? Stimmt, ja. Jupp. Nö, ist ja gut. Dann soll er machen. So, aber ich war Kerne am Konstruieren. 98 Kerne sind noch da, perfekt. Mache ich am besten in die Waffenkiste, dann finden wir die jederzeit. Hier, wo die Muni drin klebt. Na, jetzt habe ich wieder 51, da kann man ein bisschen was mit reißen. Kannst auch fliegen, wenn du magst, ne? Schiff beißt nicht. Also... Fallen Station ist da hinten. Ja, da sollten wir vielleicht hin. Das Mining Shuttle Wrack waren wir hier? Nee, ne? Müssen wir das auch noch mitnehmen. Ich will einfach nicht nochmal die POIs abscheppern, weißt du? Vielleicht gibt's jetzt hier... Hallo, hier kriegst du die Infos über den Planeten, Poi. Okay, dann ist das halt so. Dann wissen wir für den nächsten Bescheid. Vielleicht ist es doch auf diesem Planeten gar nicht. Richtig. Aber ich will halt nichts auslassen, deswegen gucke ich in jedem POE. Also nehmen wir alles mit. Magst du eben gucken gehen? Dann brauche ich nicht aussteigen und Triebwerke und so. Ist ja nur das Wrack.
Weißt du, was wir hier auf dem Schiff wieder bräuchten? Hm? Hier der kleine Starterwesselchen da. Das Wegwerfschiffchen. Ja, reicht doch, oder nicht? Dein Warbike. Hier kriegst du schon mal Samen raus. Ja, aber es muss ja auch erstmal wachsen bis dahin, aber du kannst dich ja durch die Kühlschränke fressen. Dein Warbike könnte man hier vielleicht wieder gebrauchen. Könnte. Wow, alles voller Sauerstofftanks. Boah. Ach, ist noch eine Struktur. Eine Structure gefunden. Ach, da direkt nebenan.